Als nächstes machen wir die Bärlauchcreme für den Flammkuchen. Dafür brauchen wir ein bisschen Öl. Das ist Olivenöl, einfach für den intensiveren Geschmack. Wir brauchen einen kleinen Spritzer Zitrone, weil wenn das zu lange mixt und zu warm wird, fehlt jetzt gerne mal die kräftige grüne Farbe. Hier ist der Bärlauch, frisch aus unserem Garten. Ich habe ihn schon ein bisschen vorgeschnitten, dass der Mixer das ein bisschen einfacher hat, mit durchzumengen. Jetzt haben wir hier unsere schöne Bärlauchcreme. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de